zum Auge juckt. Jetzt geht der Kram schon wieder von vorne los. Das Witzige ist, da hinten ist diese Indiana Jones Kugel. Und die muss ich mitnehmen, die muss ich mitnehmen. Jetzt kommt diese Kugel gleich. Da ist sie. Und da sind wir. Tot. Tot. Einfach nur tot. Okay. Das hat jetzt auch in Gänze nicht so funktioniert, wie wir uns das am Anfang gedacht haben. Wir probieren das jetzt einfach nochmal so einen Sack umlegen, das Ding. So. Schieb, 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 schieb. Schieb, 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 schieb. Schieb, schieb. Schieb, schieb. Schieb, 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 schieb. Was ist das denn? Oh, ein Schmetterling. Ey, ey, warte, nein! Ich wollte da hin! Ich will zu ihr! Du blöder Wurm! Ich will nicht wieder in die Maschine! Was? Ich sterbe! Oh Gott! Ich kann nichts machen. Ich wollte zu dem Mädchen! Ja. Typische Reaktion, wenn Männer auf Frauen treffen. Oder wenn man auf den Partner trifft. Und man sich denkt, hey, das könnte was werden. In den Tod. Nein! Hör doch auf! Oh. Ja, aber wie gesagt, unsere Devise lautet, alle drei Fehler, eine Win-Situation. So, Achtung, wir müssen das jetzt halt wirklich lange herauszögern, um genau den möglichst guten Abstand zu finden. Um auf diese... Ja, alles klar. Vor allem, ich frag mich bitte nicht, wo die nächste geboostete Lichtquelle ist. Ach, hier. Na bitte, das dürfte doch reichen. Ja genau, du willst in die andere Richtung, ich verstehe. Zack. Was so? Wie? Wir waren doch eben ganz woanders. Okay. Okay, diese. Alles klar. Geht anscheinend ruckzuck nach oben. Wo ist das Mädchen hin? Ich kann ja nicht hüpfen. Ich muss jetzt erstmal da durch. Auch da oben sind wieder diese Schlawiner, die gerne den Kram von mir vom Kopf naschen. Eine moderne Methode, sich die Haare zu schneiden. So. Alles klar. Jetzt müssen wir... Können wir hier hoch? Eigentlich würde ich es gerne mal testen. Es ist ja offensichtlich, dass wir anscheinend zu der Leiter erstmal, also eigentlich müssen. Können wir mal wissen, wo es hier lang geht. Ach, hier ist auch ein Weg. Schaut mal an. So, das muss jetzt aber... Ja, perfekt. Ach, jetzt haben wir das Ding angehalten. Ach nee, jetzt läuft es rückwärts. Okay. Also beziehungsweise in die entgegengesetzte Richtung. Ich will gar nicht wissen, was wir für Ausschussware hier die ganze Zeit in dem Ding produzieren, dadurch, dass wir hier sämtliche Hebel und Knöpfe drücken. Ah ja, verstehe, verstehe. Okay. Es ist für uns nicht... Warte mal, warte mal. Das könnte auch klappen, ehrlich gesagt. Dadurch kommen jetzt quasi die Kisten eigentlich, die sich durch dieses... Oder? Ne, das läuft witzigerweise immer noch in derselben, im selben Mechanismus. Aber, also es hat sich eigentlich nichts großartig geändert. Vielleicht können wir ja dafür sorgen, dass die... Nein. Können wir anscheinend nicht. Oder vielleicht doch, aber gucken wir mal. Nein, geht nicht. Also. Jetzt trägt uns das hier hoch. Thank you.
Das wiederum klappt nicht. Wir kommen, das schaffen wir nicht. Also wir schaffen nicht, diese Lücke so zu finden. Aber wir haben jetzt den Mechanismus umgedreht. Also irgendwas muss das auch in den Raum erzeugt haben, wo wir auf jeden Fall nochmal hinkommen. So, also. Oh. Das war es halt nicht. Ist halt die Frage, bringt uns das überhaupt was? Nee, eben nicht. Das bringt uns überhaupt nichts. Weil die Kisten halt prinzipiell immer dann zu kommen. Ah, wartet mal, aber ich kann ja auch den Prozess quasi dadurch ein bisschen verlangsamen, indem ich hier einfach halt. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir eine Kiste quasi durch diesen Mechanismus schleusen. So, Achtung. Wir müssen das halt, war halt wahrscheinlich zeitfenstertechnisch einfach ein bisschen von uns nicht gut kalkuliert. Okay, Achtung. Das war wiederum zu früh. Oh, Leute, ne? Also, es erzeugt halt schon irgendwie leicht Kopfschmerzen. Also nochmal. Ja, selbst, ich habe jetzt versucht, auf der Kante stehen zu bleiben, oder selbst das bringt nichts. Also irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, das Zeitfenster, um auf diese Platte zu hüpfen, ja, und dann da durchzurennen, ist relativ eng begrenzt. So, jetzt läuft es in die andere Richtung. Aber witzigerweise nicht der untere Mechanismus, es läuft halt wirklich nur der Mechanismus in eine andere Richtung. Aber das dauert nur ein Stück weit, bis sich das abändert. Das bedeutet, wenn wir es gut machen. Das war nicht gut. So, Achtung. Wir müssen das halt so ein bisschen jetzt schon über die Hälfte. Ich habe nichts gesagt. Ja, und wir versuchen dann auch ewig und drei Tage durch diesen Presslufthammer-Effekt zu kommen. Na komm. Okay, wir können es halt nicht bewegen. Okay, alles klar. Verstehe. So, Achtung. Ja, wir hätten das halt quasi gleich aus nutzen müssen. So, wir schieben es jetzt nochmal hier an den Rand. Also jetzt kommt das quasi beim zweiten Anlauf kommt schon zurück. Das heißt,
Das hatte jetzt nicht den gewünschten Effekt, ehrlich gesagt. Okay. Also noch. Oder genau, wir versuchen es mal. Ne, obwohl, das. Reicht das? Würde mich jetzt mal echt interessieren. Also, das Witzige ist, wir haben halt nicht die gesamte Schwingung. Also, wir können zweimal hin und her fahren, reicht halt nicht aus, um den Mechanismus zeitgemäß so. Zeitgemäß vor allem. Also, in dem nötigen Zeitfenster zu organisieren. Und das ist halt auch irgendwie total Schwachsinn, was wir hier machen. Also nochmal. Wisst ihr was? Ich gehe erstmal hier hinten lang. Ich gucke mir das Ganze nochmal an. Vielleicht finde ich hier auch irgendwo eine andere Möglichkeit. Okay, da ist es dunkel. Wir brauchen also den Mechanismus des Lichts. Und das Ding rollt halt immer noch, ne? Knappe Urmel. Aber kein Problem, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Irgendwas stimmt hier. Also irgendwie. Ich werde gerade nicht ganz schlau draus. Aber das ist kein Problem. Das Problem, was ich halt einfach habe, ist, dass Dennis. So, Achtung, Dennis soll jetzt hier, ne, auf das Ding und rüber. Weil das Problem ist, wir haben halt einfach nicht die zweite Motor, wartet mal. Vielleicht gönnen wir uns auch einfach mal die Zeit. Hör doch einfach nur auf! Du Sohn! Wir haben mal wieder viel zu früh gedrückt. Oder, warte mal, was auch im Endeffekt jetzt auch sein kann, ehrlich gesagt. Achtung. So, Leute. Ich weiß, sorry, wenn ich jetzt gerade ein bisschen wenig erkläre, aber ich gehe das gerade auch im Kopf durch. Also, wie gesagt, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir nehmen uns jetzt einfach die Zeit. Also, dass wir schieben das jetzt, klettern drauf, springen rüber. Und jetzt, bevor wir zur Achtung, jetzt wenn wir zurückkommen, nehmen wir das Ding. Es reicht halt nicht aus. Es reicht halt partout nicht aus. So. Ganz geschmeidig. Ganz geschmeidig. Ganz geschmeidig. Was willst du? Hä?
Ich verstehe es halt nicht. Vor allem diese Kette geht mir schon übelst aufs Schwein, ey, wie die ganze Zeit da hinten rumklimpert. Ich wette, die Lösung ist übelst offensichtlich für mein intellektuelles Dickicht hier, aber ich finde sie halt nicht. Ist mir halt nicht möglich. Das Problem ist, ich würde halt am liebsten, sage ich euch ganz ehrlich, so ist es. Gleich, wenn ich hier einmal rüben bin, das Ding aktivieren und gleich wieder auf das Teil hüpfen. Das geht auch. So, noch einmal. Es kommt wieder. Na bitte, es war einfach doch ein bisschen, wir hätten noch, uns noch ein bisschen mehr Zeit gönnen müssen. Aber, sehr schön. Ich hasse diese Leiter! So. Alle Eventualitäten sind jetzt mit einberechnet. Ja? Wo gibt's denn sowas? Jetzt muss ich sogar noch mit einberechnen, wo dieser komische Sohn runterfällt. Es ist einfach nicht möglich. Das ist einfach nicht drin, Leute. GG, BP, 1A, sag ich dir. So. Es reicht jetzt. Ich will jetzt endlich dieses Leiter, ich will jetzt diese Leiter-Scheiße hier schaffen. Entschuldigt bitte den Kraftausdruck. Ich möchte einfach nur hier fertig werden. Mit diesem Elektroleiter. Wer baut denn sowas in eine Fabrik? Jetzt mal ganz ehrlich. So. Meine Damen und Herren, wir haben es geschafft. Jetzt fahren wir mit einer Lore. Oh ne, ich. Wieso? Was ist das denn für eine Fabrik? Mine! Wer installiert denn da eine Kettensäge? Da sägt man ja am eigenen Ast quasi. Oh Leute, ich habe nichts gesehen. Ich habe einfach nur nichts gesehen. Na klar! Ja, ne? Das Zeitfenster ist wieder relativ. Ja, also. Ingenieurs, wir sind da relativ schlecht informiert, was das angeht. So, Achtung. So, ich nehme das jetzt hier. Bis zum letzten, bis zum Punkt, wenn es nicht mehr geht. Kommt schon. Ey, nee, jetzt mal ganz ehrlich.